Völkchen. Was machst du denn? Komm zurück. Ah, Alula. Völkchen ist schon wieder einfach aus seiner Tasche gehüpft und weggeflitzt. Was will es überhaupt in dieser Höhle? Wir haben doch gerade erst dieses schlimme Erlebnis auf der Brücke überstanden. Was, wenn ein wildes Pokémon auftaucht und es angreift? Es beherrscht doch gar keine Attacken, um sich zu wehren. Oh nein, wir müssen Wölkchen helfen. Was gibt es Besseres, als EP-Bonds um sein Team zu trainieren? Was ist sein scheiß Problem? Okay, cool. Danke. Oh, ihn fand ich immer cool. Ich fand sein Geweih immer mega krass. Wir stampfen ihn jetzt. Voll gut, wir stampfen ihn nochmal. Komm schon, gib mir einen Volltreffer, Mann. Ah, dann kann ich einfach... Hier haben wir noch einen Sternschauer raus und dann hat sich's. So. Was? Nein, was habe ich getan? Nein, was passiert davon, wenn ich die ganze Zeit nur auf A mesche und nicht gucke, was passiert? Oh, oh nein, oh nein, oh ganz schlimm. Ganz, ganz nicht gut, okay? Halt absolut nicht okay. Oh, oh nein, oh nein, jetzt habe ich irgendwas vergessen. Jetzt habe ich Duplex Sieb vergessen von irgendwem und stattdessen Regentanz gelernt. Wer will sowas? Jetzt bin ich halt forever sad, Mann. Jetzt bin ich voll traurig und ja, reset einfach. Es hilft nichts. Halt, was will man machen? Ist einfach vorbei jetzt. Es ist einfach done. So. Oh, das ist jetzt sehr deprimierend, ehrlich gesagt. So, Wölkchen, komm raus. Oh, das sieht nicht aus, als ob Wölkchen hier rauskommen wird. Shit, war das etwa eine Trap? Es war einfach ein Zubat! Dem Pokémon bin ich noch nie begegnet! Keine Ahnung. Ich stampf weiterhin. Ich komme damit relativ gut durch gerade, von daher passt das. Yes, Level 15, so wie es sich gehört. We stand a queen, die Level aufsteigt. Ah nee, warte, ich will das immer noch aufsammeln eigentlich. Ein Fluchtseil, das ist doch ziemlich okay. Ups, das wollte ich nicht, aber passt schon. Sie lip-synkt um ihr Leben und fügt dem Gegner dabei einfach Schaden zu. Regentanz ist gut für die Anfeuchtung der Vegetationshöhle. Oh mein Gott. Piu! Puh, endlich hat das Rumgerennen ein Ende. Ich bin völlig aus der Puste. Wow, ich hätte nie gedacht, dass man auch an Orten wie diesen einer Alolanerin über den Weg läuft. Konzentration, Amamo. Jetzt gibt es nur eins, das wir herausfinden müssen. Und zwar, ob diese Alolanerin dazu in der Lage ist, Cosmog zu beschützen.
What? What? Was ist das denn? Holy shit! Das ist aber nicht legal, Alter. Oh Gott, was ist das denn? Warum ist das so crazy, Alter? Oh, das gibt's nicht. Du Bitch, Mann. Das hätte nicht sein müssen. Kann Pi was reißen? Es wäre geil, wenn es mit einem Pfund das Ding einfach jetzt killt, ehrlich gesagt. Das fänd ich sehr stylisch, aber... ja, komm. Es geht's. Er hat Naomi Smalls getötet. Und zeigt, dass er die volle Kraft meiner Rage und Rache spürt. Boom. Das verstehe ich nicht. Guck mal, damit kann man was anfangen. Nanu Gurke entwickelt sich. Glückwunsch, dein Gurke wurde zu einem Reptain, keine Ahnung. Gurke versucht Zornklinge zu lernen. Soll eine andere Attacke durch Zornklinge vergessen werden? Ja. Gucken wir mal, was haben wir denn da zur Auswahl? Wir haben Absorber, ist glaube ich das schlechtere Megasauger, oder? Yep. Eins, zwei, ein Schwupp. Gurke hat Absorber vergessen und Zornklinge erlernt. Weißt du, eure Hausaufgabe für heute ist es, zur Schule zu gehen und einfach mal ganz laut Gurke zu rufen. Aha, so läuft dein Pokémon-Kampf also ab. Ich hatte zwar im Vorfeld bereits Informationen zum Thema Kämpfe gesammelt, doch zwischen Theorie und Praxis liegen wie so oft Welten. Immerhin ist es mir dank meiner Recherche gelungen, einen Pokéball nachzubauen und damit Pokémon aus der Alola-Region zu fangen und habe damit einfach erstmal eins der legendärsten und seltensten, krassesten Pokémon gefangen, das man finden könnte. Noch viel wichtiger als das ist jedoch, dass ich jetzt weiß, wie stark du bist. Und was jetzt, Darus? Sobald Cosmog sich bedroht fühlt, teleportiert es sich an einen sicheren Ort. Durch die Pforte, die es dabei öffnet, könnten gefährliche Lebewesen angelockt werden. Aber solange Cosmog von einem starken Trainer wie dir begleitet wird, besteht keine Gefahr. Aber was ist mit dem anderen Mädchen? Solange nicht aus Unbeachtsamkeit eine Verbindung zwischen hier und dort hergestellt wird, ist das Mädchen für unsere Forschung nicht weiter von Belang. Komm, Amamo, lass uns gehen. Pew? Du bist mir vielleicht eins. Pew? Danke, Alola. Und Tam Quapse sollte ich wohl auch danken. Warte, ich möchte mich ein wenig erkenntlich zeigen. Ich habe da einmal etwas Interessantes in einem Buch gelesen. Darin stand, dass sich das Aussehen von Koryogel je nach Art des Nektars, den sie schlürfen, ändern. Bei der Verwandlung, die sie dabei durchlaufen, handelt es sich jedoch offenbar nicht um eine Entwicklung, sondern um einen sogenannten Formwechsel. Interessant, oder? Piu! Aber jetzt schnell zurück in die Tasche, Wölkchen. Get back in the bag, Nebby! Nur weil hier nicht so viele Menschen sind, kannst du doch nicht gleich so herumtoben. So langsam sollten wir auch weiterziehen. Der Professor macht sich sicher auch schon Sorgen.
Hey, Alula! Und Lilly ist auch mit dir unterwegs. Was machst du hier, Tali? Naja, ich habe die Prüfung bestanden. Hehe, das hat so viel Spaß gemacht. Hey, Alula! Ich will rausfinden, ob mich die Prüfung stärker gemacht hat. Dazu müssen wir kämpfen. Gott, ich hasse Tali, Alter. Er ist halt einfach wirklich kein guter Charakter, ey. Ich verstehe, warum ihn keiner mag, Mann. Ah. So, holen wir mal eine Steckdose raus und schmeißen sie dem Wasseraffen einfach an den Kopf. Verdammt, er ist stärker als ich dachte. Das ist sehr effektiv. Okay. Das wurde doch einiges. Versucht Nitro-Ladung zu erlernen. Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Das heißt, Ladevorgang vielleicht? Ja, komm. Ich riskiere es. Das klingt eigentlich nach einem guten Plan. Steckdose erlernt Nitro-Ladung. Yes. OL Fett erreicht Level 19. Pipi erreicht Level 18. Zapplerang. Das klingt nach Elektro, aber ich habe, glaube ich, nichts, was gegen Elektro stark ist. Oder? Keine Ahnung. Naomi Smalls wird's richten, würde ich sagen. Eine Z-Attacke und gut ist. Das, also, ja, dann ist es, okay? Ah, okay, es ist einfach ein Wasser-Pokémon. Kann ich ja nicht wissen. Ich kann ja nicht riechen, was das für Pokémon sind, Mann. Scheint so, als ob wir nur die Wahl zwischen Hypersprintangriff, Hypersprintangriff und Hypersprintangriff haben. Hm, was nehme ich da wohl am besten? Wir zerschellen einfach richtig hart auf den Fisch zu und stecken unser Bein einfach in seinen Mund und ziehen ihn uns einmal wie so eine Socke einfach über. Das hat auch gut geklappt. Ein Volltreffer. Nice. Genau das, was passieren sollte. Das ist ein Stampferwert, finde ich. Bitch. Bestienboost von Naomi Smalls wirkt. Ich glaube es nicht. Okay, das war ziemlich cool. Gurke erreicht Level 17. Oh, ein Manaphy. Das ist auch wieder Wasser, ne? Das heißt, wir können wieder Steckdose rausholen. Weil ich habe gehört, das ist eigentlich relativ effektiv gegen... Ich glaube, Manaphy war Wasser, ne? Weißt du, ich habe mich erst so gefragt, von wegen, wo hat er ein Manaphy her? Und dann fiel mir ein, dass ich gerade fast zwei Mewtwos fangen konnte. Daher ist die Frage, glaube ich, einfach hinfällig, Mann. So, sehr effektiv. Manaphy ist tot. Ich möchte auch nur mal anmerken, dass ich von den ganzen Pokémon-Filmen tatsächlich den Manaphy-Film mit zum, am schlechtesten fand. Oh Mann, dabei hätte ich das so gerne gezeigt, was Pokémon sonst noch so alles drauf haben. Yay, Pipi entwickelt sich.
Yay! Dein Pipi wurde zu einem Pipi! Voll cool! Jetzt ist mein Pipi noch größer! Ich habe schon 2% der Alola-Pokémon gefangen. Dann bin ich richtig gut. Dieses beliebte Pokémon hat Seltenheitswert. Wer leichtsinnig damit prahlt, eins zu haben, könnte ins Visier von Dieben geraten. Das reimt sich auf irgendeine gruselige Art und Weise. Wir haben beide den Herrscher besiegt, Alola. Wir sind also ziemlich stark. Wenn ich so weitermache, gewinne ich auch irgendwann gegen Opi. Ha, ich wusste doch, dass ich auf dich zählen kann, Alola. Danke, dass du Lilly gefunden hast. Und ich gratuliere natürlich auch dir zu deiner ersten bestandenen Prüfung, Tali. Bestimmt hast du ein paar feine Attacken vom Stapel gelassen, nicht wahr? Klar! Das habe ich dir zu verdanken, Bautz. Sicher reibt sich Hala jetzt auch vor Freude schön die Hände. Haha. Wie meinen Sie das? Naja, das gehört doch auch zur Prüfung. Wer die Prüfung einer Insel besteht, der muss danach gegen den Inselkönig bzw. die Inselkönigin im Pokémon-Kampf antreten. Ja, so ist das. Und den Kampf gegen einen Inselkönig oder eine Inselkönigin nennt man die große Prüfung. Für jemanden wie mich, der Pokémon-Attacken erforscht, könnte es keine bessere Gelegenheit geben, heftige Pokémon-Kämpfe mitzuerleben. Ist es echt so heftig? Lassen wir doch Taten sprechen. Nichts hier auf nach Lilly. Mit etwas Rückenwind sollten wir Route 3 in Windeseile hinter uns gelassen haben. Oh, die Wirkung der Rotom-Kraft ist abgeklungen. Sehr sad. Ach, sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Oh, okay, das war überraschend unerwartet. Das ist ja voll gut designt, dass man einfach so im Kreis läuft, Mann. Göre Jay, mega gut. Oh, das sieht exotisch aus. Ich sage mal Stampfer. Das ist sehr effektiv, aber mein Stampfer ist effektiver. Perfekt. Fomp. Sehr schön. Pipi erreicht Level 19. Was ist denn Offerte? Trägt es kein Item bei sich, behält es. Nee, das klingt richtig dumm. Oh, ich hätte als Trainer wohl selbst ein Item einsetzen sollen. Sad life. Einfach nur sad life. Oh, warte, hier ist ein Item. Oh, wichtig, ein super Trank. So. Wir sind echt einfach wieder da, wo wir angefangen haben. I don't believe it. Akku, oh je, hallo. Wuffels möchte mit dir spielen. Nach links drehen. Oh, guck mal. Rechts drehen. Anschauen. Und verabschieden. Ah, das war cute. Kann ich irgendwie schnell hier runter? Dann kann ich nicht, weil hier Felsen im Weg liegen. Aber ich kann, glaube ich, kurz mal zum Pokémon Center laufen, oder? Das sollte hinhauen, hoffe ich. Genau, das haut hin. Alles cool. Na, kurz mal nach hier, kurz mal hier rein, kurz mal alles geheilt und dann... Willkommen im Pokémon Center. Machen wir alles fit? Wir machen alles fit. So, verkaufst du schon was Besseres?
Herzlichen Glückwunsch, das Warensortiment hat sich erweitert. Bitte, 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 yes! Hau raus, Brudi. Mit 10, Alter. Ich muss auch irgendwie ganz dringend gegen mehr Pokémon-Trainer kämpfen, weil ich brauche Geld. Ich dachte eigentlich, ich hätte keins, aber... Also ich dachte, ich hätte voll viel, aber nein, ich habe keins. Und das ist leider sehr tragisch. Was geht hier denn ab? Aha, hier ist ein Geheimgang irgendwo. Ach ja, da vorne, wenn man da runter konnte. Ich erkenne es an der Karte. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Ba, ba, da. Ba, ba, da. Du und dein Team habt die Prüfung bestanden. Ich bin gespannt, welche Attacken ihr von nun an mit ganzer Kraft einsetzen werdet. Also, ich bin zwar kein Trainer, aber sogar mir ist klar, dass es eine großartige Leistung war. Piu! Hala, der Inselkönig von Melemele, ist sehr stark. Er ist ein wahrer Meister im Umgang mit Kampf-Pokémon. Gegen die kommt man am besten mit Flug- oder Psycho-Attacken an. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen der Prüfung in der Vegetationshöhle. Gute Arbeit. Ich nehme an, du bist hier, um dich mit dem Inselkönig zu messen? Also gut, Alola. Du und deine Schnabelle. Nein, Schabelle, Schabelle. Seid ihr bereit, gegen mich anzutreten? Auf jeden Fall! Diesen Kampf habe ich sehnsüchtig erwartet. Oh. Endlich ist der Augenblick gekommen. Ich möchte mich dir erneut vorstellen, Trainer auf Windelwanderschaft. Ich bin Hala, der Insektenkönig von Melemele. Nun gut, wollen wir beginnen? Auf dich wartet die letzte Prüfung von Melemele, der Pokémon-Kampf gegen den Insektenkönig. Mit anderen Worten, die große Prüfung. Also Alola, zeige mir die ganze Kraft, die in dein Pokémon steckt und beweise, dass du würdig bist, den Glitzerstein von Kaporigi zu tragen. Ich werde mich nicht zurückhalten. Der alte Hala wird dir zeigen, was in einem richtigen Insektenkönig steckt. Möge die große Prüfung beginnen! So, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus, würde ich sagen. Es hätte schlechter laufen können, ehrlich gesagt. Aber das finde ich okay. Daher stampfen wir mal eine Runde, würde ich sagen. Step on her, Queen! Oh, die Bitch. Oh, die Bitch. Jetzt machen wir mal Sternschau, wenn wir ein bisschen Variationen haben. Wir können nicht die ganze Zeit über sie hinweg walken, sondern müssen wir mal gucken, dass hier irgendwas anderes noch passiert. Das ist alles nicht sehr effektiv. Okay, wird Zeit, dass wir wieder stampfen. Bitchfight, Alter. Gewonnen! Easy peasy, Brudi. 1600, what? Oh mein Gott, wir steigen einfach 30 Level auf einmal. Uff. Das hätte nicht besser laufen können, einfach. Nein, wir behalten alle Attacken, bevor ich gleich wieder aus Versehen irgendwas Komisches lerne. Was ist denn Voluminas? Was macht es da Sinn einzusetzen? Vielleicht ein Olfett oder eine Gurke? Oder hole ich meinen Pipi raus? Stein lese ich gerade. Aber macht Wasser nicht mehr Sinn? Ich weiß nicht, ob Gurke Pflanzenattacken hat, außer eine irgendwie.
Er hat halt einen Megasauger, das ist leider ein bisschen kacke. Wir nehmen All Fat, weil All Fat hat Aquaknarre und ich bin überzeugt, dass All Fat da leider sehr viel reißen könnte. Er ist klein, aber er ist stark. Oh wow, er sieht sehr weird aus. Hat er mir gerade eine Backpfeife geteilt, Mann? So, Bitch. Das machst du auch nur einmal. Oh, das finde ich cool, dass dann so sein Ding runterfällt. Das hat nicht so viel gebracht, wie ich gehofft habe, ehrlich gesagt. Jetzt macht es doch Sinn, dass ich Regentanz habe. Das sollte aber funktionieren, denke ich. Ja, verdammt. Ich lese gerade, es ist kein Schnurrbart, das sind Metallteile, weil er magnetisch ist. Ich würde sagen, das ist weder Schnurrbart noch Metallteile, wenn das so weit unten ist. Da. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Nasty. Es regnet gar nicht mehr, ne? Doof. Ja, leider ist All Fat halt richtig schwach. Es bringt leider echt wenig, dass ich hier weiter rumzappere. Vielleicht tue ich doch mal Gürke raus und mega sauge eine Runde. Gucken, was dann passiert. Schubst er mich einfach die ganze Zeit? Das ist halt nicht fair, irgendwie. Komm, wir megasaugen ihn einmal. Big Suck. Und die Zähne sind sauber, Alter. Komm schon, jetzt heilt er ihn noch. Nein, tut er nicht. Finde ich gut. Okay, dann ist er jetzt tot. Offiziell dead. Geht doch. Das war jetzt auch echt eine richtig schwere Geburt einfach. Body Slam! Finde ich gut. Dann kann ich nämlich den Regentanz wieder wegkicken. Also Regentanz war süß, dass ich ihn jetzt einmal verwendet habe, aber es war halt so... War jetzt auch nicht so nötig. Wäre aber geil, wenn das Vieh endlich sich mal entwickeln könnte. Das wäre schon irgendwie... Das wäre süß. Warum? Warum haben die alle so ein Zeug, Alter? Nee, weißt du? Wenn der fies spielt, spiele ich auch fies, okay? Warum haben die alle legendäre Pokémon in ihrer Gruppe? Vor allem auch noch Zygarde, okay? Das ist halt nicht... Das ist nicht legal! Das ist definitiv nicht legal, okay? Rudi! Okay, das bringt gar nichts. Shit. Okay. Wie wäre es mit damit? Das bringt auch nicht so viel. Okay, das ist nicht so gut, glaube ich.
Tja, dann würde ich mal sagen, wir suffern jetzt einfach durch meine ganzen Pokémon durch, bis wir ihn so lange runtergegrindet haben, bis nicht mehr von ihm existiert. Ah. So, dann haul ich mal als nächstes Naomi Smalls raus. Dann ist es einfach Ultra Beast gegen legendäres Beast. Der Kampf der Giganten, Mann. Da kann ich aber eigentlich auch nochmal ein Set-Move rausballern. Das läuft besser als gedacht, ehrlich gesagt. Weißt du, für so einen Kampf nur 909 Erfahrungspunkte finde ich nicht okay. Ey, zum Glück ist das keine Nuzlocke, Alter. Das wäre jetzt, also das war echt, holy shit. Das wäre nicht okay gewesen. Was ist Offenlegung? Damit Turbo Dreher ist einfach voll kacke, oder? Ja, bla. Da finde ich die andere besser. Die hat wenigstens noch irgendwie Side-Effects, die ganz praktisch sein könnten. Hoho, ausgezeichnet. Ich habe nichts anderes erwartet. Du und deine Pokémon, ihr habt wirklich Talent. Hiki! Oho, es scheint, jetzt hätte Kaporiki unseren Kampf gefallen. Ich vermute, Kaporiki kann es kaum erwarten, selbst herauszufinden, wie stark du und deine Pokémon geworden sind. Ich möchte dir diesen Z-Kristall überreichen. Damit kann ein Trainer seine Kraft auf seine Pokémon übertragen. Du hältst den Z-Kristall Batalium Z. Batalium Z wurde in der Z-Kristalltasche verstaut. Aufgepasst, Alola. Wenn du die Z-Kraft vom Typ Kampf einsetzen willst, musst du deine Arme so und deine Hüfte so bewegen. Damit wären deine Prüfungen auf Mele Mele, der ersten Insel von Alola, bestanden. Mit dem Stempel dieser Prüfung gehorchen dir alle Pokémon bis Level 35. Auch die, die du per Tausch erhalten hast. Selbst hinter den hellsten Sonnenstrahlen ist der Mond unser ständiger Begleiter. Dasselbe gilt für die Sonne, die nur scheinbar hinter dem Schleier der Nacht verschwindet. Viele Dinge in Alola existieren, obwohl wir sie nicht sehen können. Es liegt an uns, ihnen die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. Auf deiner Reise wirst du viele Menschen und Pokémon treffen. Denke immer daran, auch ihnen mit der nötigen Geduld zu begegnen und ihre nicht sichtbare Seite zu entdecken. Dann wirst du zweifellos eines Tages wieder auf Kaporiki treffen. Tauros. Nur die Ruhe, Tauros. Da kommt mir eine Idee. Ich werde dich auf Tauros reiten lassen, wann immer du willst. Warum, fragst du? Na, weil Tauros auch auf Inselwanderschaft gehen will. Hier, Lulla, das schenke ich dir. Du wirst es brauchen, um auf Pokémon reiten zu können.
Warum probierst du es nicht gleich einmal aus? Wenn man auf Tauros reitet, sieht die Welt doch gleich ganz anders aus, oder? Indem sie uns auf sich reiten lassen, bieten die Pokémon Alolas uns ihre Unterstützung an. So ist das bei uns, Alola. Dann will ich dir mein Geschenk mal erklären. Mit dem Pokémobilfunk kannst du Pokémon für Pokémonbil herbeirufen. In der Bedienungsanleitung steht, mit dem Y-Knopf aktiviert man das Pokémon... Ich kann nicht mehr lesen, Alter. Der Pokémobilfunk kommt samt Reiterausrüstung. Ich bin sicher, du wirst Tauros lieben lernen, wenn du auf ihm durch Alola reitest. Wenn du den Pokémobilfunk nutzt, eilt das entsprechende Pokémon herbei, um dich zu unterstützen, egal wo du gerade bist. Einen herzlichen Glückwunsch, Alola. Es war mir eine Freude, deine Fortschritte seit unserem ersten Treffen in der Trainerschule mitzuverfolgen. Da hast du von der Z-Kraft ja vollen Gebrauch gemacht. Aber wie wär's, wenn du im Alola-Fotoclub ein Erinnerungsfoto machen lässt? Mit Tauros ist es nur ein kurzer Sprint bis nach Haoholy City. Ich hoffe, dass deine Inselwanderschaft von Erfolg gekrönt sein wird. Also dann, Alola. Du solltest gleich mal ausprobieren, wie stark Tauros ist. Warum versuchst du es nicht? Mit ihm die großen Felsen auf Route 1 zu zertrümmern. Na gut, dann kriegst du auch von mir noch ein Geschenk. Mein Gott, macht endlich Feierabend. Oh Gott. Mit Trugschlag kannst du dir sicher sein, dass die KP deines Zieles nicht unter 1 fallen. Damit kannst du viel leichter Pokémon fangen und dabei den Rotom-Pokédex füllen. Aber zuerst solltest du bei deiner Mutter vorbeischauen, danach können wir uns am Hafen von Haoholy City treffen. Und wo du schon dabei bist, solltest du auch in dem Einkaufszentrum den Alola-Fotoclub in Haoholy City unbedingt einen Besuch abstatten. Alola-Fotoclub? Du weißt schon, der Alola-Fotoclub, von dem auch Elima eben gesprochen hat, das macht so viel Spaß, da Fotos zu machen und deine frisch bestandene Prüfunggebühren zu feiern, solltest du dort unbedingt auf ein Erinnerungsfoto vorbeischauen. Keine schlechte Idee, Tali. Das ist sicher auch dein Plan, sobald du die große Prüfung bestanden hast, oder? Klar, ich muss es nur noch eben verdienen. Legen wir los, Inselkönig. Ihr macht alle rasante Fortschritte als Trainer. Ich bin gespannt, wie weit ihr noch kommt. So, jetzt muss ich aber langsam meine Yacht startklar machen. Er hat eine fucking Yacht, Alter? Holy shit. Hilfst du mir dabei, Lilly? Uff, okay. Soweit so gut. Hier muss ich jetzt euer Feierabend machen. Daher danke ich fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr von dieser ganzen Geschichte möchtet, dann lasst ein Abo da, lasst ein Sub da, lasst ein Follow da, lasst alles da, was ihr habt. Und kommt das nächste Mal wieder, wenn es mit der spannenden Geschichte hier weitergeht. Ich bin weg. Danke fürs Zuschauen und bis bald.